Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Ja, und bei meinem heutigen Stadtspaziergang werden vor allem die Männerherzen höher schlagen. Nicht, was ihr glaubt, liebe Leute. Keine Sorge, wir bleiben jugendfrei. Einfahren Wien Hauptbahnhof. Und nicht weit weg vom Hauptbahnhof das Belvedere. Und wir befinden uns beim großen Wien-Modell im Königreich der Eisenbahnen. Denn dort hat mich mein heutiger Ausflug hingeführt. Vom Schwarzenbergplatz in Richtung Ringstraße geht es weiter zum Regierungsviertel mit Hofburg und den zwei Museen, dahinter das Parlament und das Rathaus sowie das Burgtheater. Die Votivkirche. Der DC Tower. Weiter geht's zum Messegelände und auch hier fahren natürlich Eisenbahnen durch. Donau und Neue Donau, die Rijksbrücke und hier hinten den Millennium Tower. Noch ein bisschen abseits steht das Riesenrad, aber es wird sicher bald in die Anlage übersiedeln. Und somit sind wir erkennbar im Prater angelangt. Und im Hintergrund das Fernheizwerk Spittelau. Der Donauturm und im Hintergrund eine Eisenbahn unterwegs. Die Otto-Wagner-Kirche. Und während dieser Schwenks über die gesamte Anlage aus verschiedenen Perspektiven, könnt ihr schon mal nachdenken, was von diesen Sehenswürdigkeiten alles schon beim kleinen Stadtstreicher zu sehen war. Und so nebenbei noch einige imposante Zahlen zu diesem wunderbaren Wien-Modell. Insgesamt 52 Züge mit 287 Waggons und 6 Straßenbahnen bevölkern sozusagen dieses Modell auf den Schienen. Dazu noch 2 U-Bahn-Garnituren und 2 U6-Züge auf insgesamt 7 Bahnstationen. Und rundherum platziert gibt es 26 Aktionstasten, die von den Zusehern gedrückt werden können und die dann kleine liebenswerte Details zeigen. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt?
Hier im Königreich der Eisenbahnen könnt ihr das innerhalb kürzester Zeit. Und quasi am nächsten Morgen geht's weiter vom Kursalon mit der Ringstraßentramway auf den Ring. Achtung, sogar ein UFO ist hier gelandet in Wien. Und zwar beim Funkturm nähe des Hauptbahnhofes. War nicht Wien, war nicht dort, wo kein Baustein ist, bald eine Wurt. Dieser Text stammt übrigens von Georg Sternad, einem berühmten Wiener Mundartdichter. So viele Züge gehen, wer weiß wohin. Und mancher sitzt sein Leben lang im falschen Train.
Züge in Reserve gibt's genug. Und wie man sieht, wird es mit Sicherheit Erweiterungen in Bezug auf die anderen österreichischen Städte geben. Hoppala! Hier kommt einem glatt ein kleiner Stadtstreicher entgegen. In einem Spiegellabyrinth. Und noch einer. Ja, aber hallo. Ach nein, so viele kleine Stadtstreicher, da mache ich mich schon wieder auf den Heimweg.